Gesunde Luft ist ganz entscheidend für das Leben auf diesem Planeten. Nicht nur für den Mensch, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt. Darum setzt sich die Lunge Zürich nicht nur für das Organ Lungen ein, sondern auch für die Umwelt, dass wir tagtäglich eine gesunde Luft ein- und ausschnaufen können. Die Lunge Zürich ist gegründet worden in der Blütezeit der Tuberkulose 1908. Im Verlauf der Jahrzehnte haben wir uns entwickelt zu einer Gesundheitsorganisation, die sich für lungenkranke Patienten einsetzt, Patienten mit COPD, Asthma, Schlafapnoe-Syndrom. Und wir schauen, dass im Kanton weder aktiv noch passiv geraucht wird. Lunge Zürich hat ein sehr breites und vielfältiges Angebot in der Beratung und Betreuung von lungenkranken Menschen. Wir setzen uns aber auch in der Prävention, zum Beispiel mit dem Luftibus, wo wir zu den Leuten hingehen, wo sie Lungenfunktionen machen können, wo sie ihre eigenen Lungen testen können. Zudem engagieren wir uns stark in der Forschung und unterstützen hauptsächlich klinische, praktische Forschung, wo dann das Resultat irgendwann mal den Patienten zugute kommen. Da hat auch letztes Jahr ein Kind gesagt, Sie, was haben Sie da? Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, da durch die Schläuche kommt Sauerstoff, also Luft, weil ich kann nicht mehr alleine schnaufen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, gellet Sie sind, dann sind Sie aber froh, dass es so etwas gibt. Ja, grüezi, Matt, schon oben. COPD ist eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit. Ausgelöst wird sie in über 90% der Fälle durch Schadstoffe, in erster Linie durch Tabakrauch. COPD kann in der Art, wie sie sich entwickelt, nicht mehr geheilt werden. In der ersten Stadie, in der ersten Zeit, kann man das medikamentös recht gut angehen, sodass die Lebensqualität erhalten wird. Aber wenn es weiterschreiten tut, insbesondere bei anhaltendem Nikotinkonsum, wird zunehmend die Lunge zerstört und dann kommt man in einen Zeitpunkt hinein, wo eigentlich nur noch mit Hilfe von fremd zugeführtem Sauerstoff kann eine gewisse Lebensqualität erhalten werden. Ja, man muss sich der Situation anpassen. Wenn es früher geheißen hat, schnell, schnell, gehen wir noch schnell, dann gehen wir jetzt auch, aber einfach nicht mehr schnell. Langsamer. Ja, das ist auch noch wichtig. Ja. Also pressieren, das ist nicht mehr möglich. Lunge Zürich unterstützt COPD-Patienten unter anderem mit der Vermietung und Organisation von Sauerstoffquellen. Von COPD betroffen sind viele. In der Schweiz zwischen 5 und 7%. Das sind rund 400.000 Personen. Christina Isenecker benötigt zusätzlichen Sauerstoff rund um die Uhr. Also ohne würde es gar nicht gehen. Also wenn mir jetzt jemand auf das Kabel steht, das merke ich sofort. Also das geht keine paar Minuten, dann ist dann die Absicht noch. Lunge Zürich ist auf dem Gebiet von der COPD außerordentlich aktiv. Einerseits in der Prävention mit dem Luftibus und mit dem Bereitstellen von Informationsbroschüren. Zweitens aber auch in der direkten Betreuung der betroffenen Personen mit Sicherstellung von Inhalationsapparaten, Inhalationshilfe, Information, psychosoziale Betreuung und vor allem bei der Sauerstoff-Langzeittherapie mit der Organisation von den verschiedenen Sauerstofftherapieformen und daneben im Aufbau vom Sauerstoff-Tankstellennetz, so dass die Mobilität bei entsprechenden Personen gewährleistet werden kann. Und ich nehme ihn einfach in dieser Tasche. Das geht in den Mikrowagen rein. Das Täschchen tipptopp. Also, da habe ich keine Mühe. Geschaut wird sowieso. Also ob ich jetzt auf einem Rucksack habe oder im Mikrowagen oben rein. Und das läuft tipptopp. COPD führt zu einer ständigen Verschlechterung der Lungenfunktion und der gesamten Gesundheit. Dies hat einschneidende Folgen auf das tägliche Leben. Auf einmal wird dann das soziale Umfeld wichtig. Man kann nicht mehr alleine Einkauf tätigen. Man verliert einen Teil der Mobilität. Man verliert einen Teil der Selbstständigkeit. Und nebst dieser Situation wird man noch abhängig von einem Gerätesystem, das einem den Fuß gibt, im wahren Sinn des Wortes. Man isoliert sich zunehmend und wird sich dann in dieser Isolation eigentlich noch mehr bewusst,
wie eingeschränkt das Leben worden ist durch die Erkrankung. Und das ist eigentlich ganz ein wichtiges Problem in der Sozialität von einer Person. Und auch da sind wir natürlich sehr froh, dass wir Unterstützung haben von der Lunge Zürich, die eine psychosoziale Beratungsstelle auf sehr kompetentem Niveau darstellen tut. Schlafapnoe ist eine Erkrankung, bei der im Schlaf die oberen Atemwege kollabieren. Dadurch kommt es zu einer kurzfristigen Aussetzung der Atmung. Max Bannholzer, ehemaliger Lehrer, kennt solche Aussetzer. Das heisst dann, dass meine Frau neben mir einfach pro Stunde 3 bis 4 Mal geweckt wird, weil ich aufhöre zu schnaufen. Und nachher kommt die explosionsartige Lösung und der tönt etwa so. Und man ist wieder da. Und das ist ganz schrecklich. Selber merkt man es nicht. Das passiert einem 10-mal oder 20-mal pro Stunde und man merkt es selber nicht. Bei der obstruktiven Schlafapnoe ist es so, dass häufig der Patient geschickt wird von seinem Bettpartner, weil er gestört ist durch das laute Schnarchen, wo dann eben typischerweise auch unterbrochen ist durch Ruhe und dann durch ein getöseartiges Weiterschnaufen. Symptome von einer obstruktiven Schlafapnoe sind Tagesmüdigkeit, Einschlafneigung, zum Beispiel beim Autofahren, der berühmte Sekundenschlaf. Es gehört dazu auch neben der Müdigkeit auch eine Art depressives Zustandsbild. Man redet dann eigentlich von einer Pseudodepression. Das ist wahrscheinlich auch Folge der Müdigkeit. Weil mit der Behandlung von der obstruktiven Schlafapnoe entfällt nachher die Symptomatik. Die Ursache der Schlafapnoe ist überwiegend eigentlich das Übergewicht oder die Adipositas. Dazu kommen Faktoren wie Alkoholkonsum, spät am Abend, Schlafmittelkonsum zum Beispiel oder andere Medikamente, die zur Muskelrelaxierung führen, also zur Erschlaffung. Demnach einzige Hilfe, Lunge Zürich, die hat mir den Apparat besorgt. Die tut mich in der Maske beraten, weil es ist die geeignetste Maske für mich, vor allem weil ich einen Schnauz habe. Und betreut mich auch und wertet Geräte aus. Also wertet die Werte aus, die sich dann ergeben. Und die Werte sind Gott sei Dank markant besser. Und da ist natürlich, früher hatte ich ja 40 gehabt, ohne Maske, ohne Gerät. Genau. Und jetzt 3,3, das wirkt sich aus den Tag durch. Ich habe jetzt noch 10% von der Schlafapnoe, also von den Apnoe-Ereignissen pro Nacht, verglichen mit ohne Geräte. Und ohne Geräte, das war 2005. Und seither, seit ich die Geräte habe, lebe ich anders den Tag durch. Max Bannholzer lebt mit einem sogenannten CPAP-Gerät. Dieses sorgt während der Nacht mit einem ständigen Luftstrom, der über eine Maske zugeführt wird, dafür, dass die Atemwege nicht kollabieren. Lunge Zürich übernimmt die Vermietung und Wartung dieser CPAP-Geräte. Ohne Gerät würde ich dauernd zur Nacht Atemabstellungen haben. Ich wäre am Morgen todmüde, nicht leistungsfähig und müsste ein bedeutend simpleres Leben leben, als ich jetzt leben kann, dank dem CPAP, dem Apparat, der mir den Druck erhöht, dass im hinten im Hals das ganze Muskulatur und Gewebe nicht zusammengeht. Lunge Zürich passt die Masken der CPAP-Geräte an, überwacht die Therapie und engagiert sich in der Prävention. Zum Beispiel im Bereich der Gewichtsreduktion. Ist doch Übergewicht eine der Hauptursachen von Schlafapnoe? Viel Bewegung heißt das Rezept, um Gewicht zu verlieren. Lunge Zürich verteilt Pedometer, sogenannte Schrittzähler, als Motivation für mehr Bewegung im Alltag. Alex kann trotz Asthma Gas geben. Dank der richtigen Behandlung spielt der 9-Jährige 2-mal die Woche Unihockey. Asthma ist eine chronische Entzündungskrankheit. Die ist charakterisiert durch eine chronische
nicht virusausgelöste und nicht bakterielle Entzündung der Bronchien. Das ist etwas, eine Art Angeborenes, muss man sagen. Ist charakterisiert zusätzlich durch eine Empfindlichkeit der Bronchien. Und die führt dazu, dass Bronchien auf- und zugehen, also eng werden oder sich erweitern. Und dass sie überempfindlich reagieren auf irgendwelche Reize. Asthma kann zwar behandelt werden, es ist aber eine chronische Krankheit, wo an sich die Natur entscheidet, ob sich das auswächst oder nicht. Also man kann Asthma nicht heilen, es gibt keine Methode, die Asthma heilen kann, aber man kann es effizient behandeln. Asthma ist eine häufige Krankheit, vor allem im Kindesalter. 8-10% der Kinder leiden an Asthma, in unterschiedlichen Ausprägungen. Der Alex hatte einen Asthmaanfall und ich wusste nicht mehr, was machen. Ich bin zum Kinderarzt. Und unser Kinderarzt hat ihm so ein Gerät gegeben, wo wir dann sicher eine halbe Stunde bei ihm waren. Und er hat mir dann empfohlen, das Gerät bei der Lunge Zürich zu mieten. Ich mache pro Tag das am Morgen und am Abend. Zweimal. Lunge Zürich hilft Asthma-Betroffenen mit der Bereitstellung, Instruktion und Wartung von Inhalationsgeräten. Zusätzlich zur individuellen Beratung bietet Lunge Zürich Schulungen zum Thema Asthma für Kinder und Erwachsene an. Also erstens darf ich das Gerät einmal im Jahr reinigen lassen, weil das muss man natürlich. Und auch wenn ich Fragen habe, darf ich da jederzeit anrufen und ich kann auch nicht mehr jedes Mal Broschüren mit, wenn irgendetwas Neues wieder rauskommt. Die Asthmatherapie ist einerseits bronchienerweiternde Therapie, weil die Bronchien eng sind beim Asthma, andererseits eine antientzündliche Therapie, weil das Asthma ja eine chronische Entzündungskrankheit ist. Beide Therapien basieren vor allem auf einer Inhalationstherapie. Es gibt aber auch Formen, wo man schlucken kann, vor allem im antientzündlichen Bereich. Von den Inhalationsformen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits haben wir Geräte, die nass, sogenannte Nassvernebler, die Maschinen sind, Kompressoren, die dann ein Aerosol produzieren, das Kind einatmet. Andererseits gibt es Asthma-Spray, die kennen wahrscheinlich alle Leute, und dann Asthma-Pulver-Inhalatoren. Drücken. Also es gibt so Jahreszeiten, wo es ein bisschen weniger ist oder ein bisschen schlimmer ist. Und er hat gelernt leben damit, weil er richtig schnauft. Die Diagnose von Asthma erfolgt über einen Lungenfunktionstest. Dabei wird geprüft, ob eine für Asthma typische Verengung der Bronchien vorliegt und ob diese mit einem Asthma-Medikament verbessert werden kann. Bei allergischem Asthma wird zudem abgeklärt, welche Faktoren das Asthma auslösen. Sport ist für die Asthmatiker sehr wichtig. Man kann das fast als Therapie bezeichnen. Wichtig ist beim Sport, dass sie eine gute medikamentöse Einstellung haben, dass sie nicht die Überempfindlichkeit der Bronchien dann, sie limitiert im Sport. Besonders geeignet sind eigentlich alle Sportarten, wo eine gewisse Ausdauerleistung erbracht wird. Ideal ist Schwimmen, Wassersportarten. Die einzige Sportart, die verboten ist für Asthmatiker, ist Flaschentauchen. Also, ich habe eine Lösung herausgefunden, nämlich ich kann eben gar nicht spielen. Und meine Stundenlehrerin hat gesagt, wenn man gar nicht spielt, das ist ganz gut für die Lunge. Tuberkulose? Ansteckend. Ich? Ich habe doch nichts auf der Lunge. Seit diesem Präventionsfilm von 1950 hat sich einiges geändert. Zum Glück. In den höher entwickelten Ländern konnte die Tuberkulose erfolgreich bekämpft werden. In der Schweiz erkrankten daran jährlich weniger als 10 Personen pro 100.000 Einwohner. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die zu den übertragbaren Krankheiten gehört und verursacht wird durch Bakterien. Es ist ansteckend, indem das eine Form der Tuberkulose, die Lungentuberkulose, eben durch Husten Tröpfchen macht und die kann dann ein anderer Mensch einschnaufen und damit dann die Infektion bekommen. Bei einer Übertragung bricht die Tuberkulose in der Regel nicht sofort aus. Bei 90% der Angesteckten bricht sie sogar gar nie aus. 5% der Angesteckten werden relativ schnell nach der Übertragung krank. Bei den restlichen 5% werden erst nach einiger Zeit Krankheitssymptome festgestellt. Bricht die Krankheit aus, fühlt man sich auch wirklich krank. Husten, Fieber, Nachtschweiß und starker Gewichtsverlust sind typische Symptome von Tuberkulose. Tuberkulose wird natürlich diagnostiziert einerseits durch eine Untersuchung, dann aber auch durch das Lungenröntgenbild, Matu, oder indem man das Blut untersucht.
und auch je nachdem andere Organe auch noch anschaut. Tuberkulose ist heute gut behandelbar. Die Krankheit wird mit einer Kombination verschiedener Medikamente behandelt, die über einen längeren Zeitraum und konsequent eingenommen werden müssen. Die Lunge Zürich schaut dafür, dass die Medikamente regelmäßig eingenommen werden durch eine überwachte Medikamenteneinnahme. Wichtig ist, dass man sie konsequent bis zum Schluss einnimmt, da sonst Gefahr besteht, dass es zu Resistenzentwicklungen kommt, die wir heute zum Teil auf der Welt schon haben, und dass es dann Probleme gibt in der Behandlung. Tuberkulose war der eigentliche Grund, wieso Lunge Zürich 1908 gegründet wurde. Nein, gut geht's mir gar nicht, aber... Ja, wie können's auch? Sie wollen ja nicht machen, was der Arzt sagt. Um 1900 ging ein Siebtel aller Todesfälle in der Schweiz auf das Konto der Tuberkulose. Schirmbildwagen, die regelmäßig überall hinfahren, leisten dabei ausgezeichnete Dienste. Hunderttausende kann man so jedes Jahr untersuchen und ihr Leuchtbild fotografieren. Dank einer strikten Kontrolle und Therapie ist die Krankheit bei uns auf ein Minimum zurückgedrängt worden. Ein wichtiger Bestandteil bei der Bekämpfung ist die sogenannte Umgebungsuntersuchung. Eine Umgebungsuntersuchung sieht folgendermaßen aus, dass man muss schauen muss, welche Personen eng mit der erkrankten Person zusammengelebt haben, Kontakt hatten. Und dann tut man die untersuchen mit einem Hauttest, mit einem Matu oder dann auch mit einem Bluttest. Der Matu ist ein Hauttest, wo man eine Substanz in die Haut hineinspritzt und schaut, ob es eine Reaktion gibt vom Körper. Der Bluttest ist eine Untersuchung vom Blut, ob man entsprechende Abwehr findet tut im Blut gegen Tuberkulose. Und das geht eben vorbei, nächste Stunde, und dann schauen wir den nächsten Tag dann die Reaktion. Auch dank Organisationen wie Lunge Zürich ist die Schweiz weitgehend von Tuberkulose befreit. Weltweit jedoch ist Tuberkulose die zweithäufigste tödliche Infektionskrankheit. Die Erfahrungsaustauschgruppen von Lunge Zürich finden großen Anklang. Diese sind für lungenkranke Menschen gedacht, die sich mit Gleichbetroffenen austauschen möchten und werden zu verschiedenen Lungenkrankheiten angeboten. Es ist eigentlich noch spannend. Man lernt wieder neue Leute kennen. Leute, die auch am Sauerstoff sind. Ja, und man kommt wieder ein bisschen raus. Man ist aufgehoben, man wird informiert. Man kann jederzeit Informationen einholen oder vorbeigehen. Also, die Türen sind immer offen. Ich kann auch wegen der Lunge Zürich in die Ferien, oder? Ah ja? Ja, also, ich komme den Sauerstoff über. Vom Leben, einfach von der Teilnahme. Das Ziel der Kurs, den wir anbieten, ist hauptsächlich, dass der Patient wieder befähigt ist, seine Krankheit selber in die Hand zu nehmen, dass er weiss, was für eine Krankheit er überhaupt hat, was er selber damit kann anfangen kann und was er selber kann machen, wenn es ihm mal schlechter geht. In dem Prozess, den wir ihn unterstützen, dass er weiß, wann muss ich welches Medikament nehmen, wen soll ich wie alarmieren, damit wir verhindern können, dass Patienten mit Lungenerkrankungen unnötigerweise ins Spital müssen, unnötige Arztbesuche brauchen. Also, Frau van den Berg, Sie haben mir ja jetzt erzählt, dass es... Wir bieten auch eine Sozialberatung und eine psychologische Beratung an. Das aus dem Grund, dass Patienten mit chronischer Lungenerkrankung häufig sozial isoliert sind, häufig an Depressionen leiden, Angstzustände kennen, weil die Atemnot durch die Betreuung ist. Das tut sich auch übertragen auf die Angehörigen, sodass die dann auch unter diesen Symptomen anfangen zu leiden und auch selber Angst und Depressionen bekommen. Die psychologische Beratung von Lunge Zürich nimmt sich den vielfältigen psychischen Belastungen an, die mit Lungenkrankheiten einhergehen können. Die Sozialberatung hilft zudem beispielsweise in Wohnungs- und Versicherungsfragen. COPD-Betroffene leiden im fortgeschrittenen Stadium schon bei kleinsten Anstrengungen unter Atemnot. Dennoch ist regelmäßige Bewegung wichtig. Die ambulante pulmonale Rehabilitation hilft COPD-Patienten, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern oder aufrechtzuerhalten. Sie umfasst einerseits ein körperliches Training, andererseits Patientenschulungen. Hier erhalten Betroffene praktische Tipps für den Umgang mit ihrer Erkrankung.
also dieser Aktionsplan soll Ihnen auch helfen, richtig zu kommunizieren. Der Luftibus. Eines von vielen Projekten von Lunge Zürich zur Prävention und Gesundheitsförderung. Der Luftibus ist der Lungentestbus von Lunge Zürich. Er ist in der ganzen Schweiz unterwegs. Pro Jahr haben wir über 7'000 Besucher. Er ist da, um Lungenfunktionstests zu machen und somit zur Früherkennung von Lungenerkrankungen beizutragen. Wir wollen das der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stellen, weil das Motto ist, je früher, desto besser. Und zwar wollen wir so eigentlich eine Chance geben, dass sich alle testen lassen können und auch alle die Chance haben, um zu schauen, wie ihre Lungenwerte sind. Tief einschnaufen. Und ganz fest ausschnaufen. Und ausschnaufen, ausschnaufen. Super. Die Werte, das Grüne, das ist ein Durchschnittswert von 100%. Jetzt schauen wir ihre Werte an, da haben sie das Lungenvolumen von 106%. Aber 80% ist alles im Normbereich, das heisst, das ist sehr gut. Der Test ist angenehm, geht schnell und man profitiert davon. Ich denke, es ist eine gute Sache, dass man wieder weiss, wie man zu Weg ist mit der Lunge, das ist wichtig. Der Luftibus ist in der ganzen Schweiz unterwegs. In kleinen Dörfern, großen Städten, an Veranstaltungen und an Sportanlässen. Und er kann auch gemietet werden. Baumwelten ist ein weiteres Angebot von Lunge Zürich. Ziel von Baumwelten ist es, Kindern den Wald näher zu bringen. Denn er ist die Lunge des Planeten und somit unersetzlich. Der Ausflug in die Natur kommt an. Es ist besser im Wald, weil in den Schulzimmern da muss man sich immer konzentrieren. Im Wald kann man echt ein bisschen rumspielen und rumlaufen. Schnecken haben wir müssen fangen. Ja, einfach so Tiere haben wir müssen fangen. Bäume und so haben wir angeschaut. Und Staub haben wir gesammelt, also mit den Kleber. Was tun Sie einschnaufen von der Luft? Was nehmen Sie von der Luft? Blätter? CO2. Genau, die nehmen das CO2 aus der Luft und den Sauerstoff ausschnaufen. Super. Baumwelt ist ein kostenloses umweltpädagogisches Projekt von der Lunge Zürich, wo wir für 3. bis 5. Klasse anbieten, Primarschulen. Und wir gehen 4-mal mit ihnen in den Wald, also zu den 4 verschiedenen Jahreszeiten, damit sie ihren Wald erleben. Wir gehen bei ihrem Schulhaus, in der Nähe von ihrem Schulhaus, gehen wir in den Wald mit ihnen und sollen eigentlich ihnen aufzeigen, den Nutzen des Waldes für unser System der Luft, also gut, quasi die Luft gereinigt wird, dass sie eigentlich so ein bisschen den Lebensraum und den Spielraum vor allem im Wald kennenlernen. Wo fliegen eigentlich die Seifenblösse durch? Das heisst, wo geht die Luft durch den Wald durch? Wie fliegt ihr durch den Wald, wenn es so regnet oder wenn es nass ist? Aber dann werden sie ja verflogen. Das ist genau die grosse Frage. Verplatzen die Seifenblösse, wenn ein Regentropfen draufkommt? Oder verplatzen die nicht? Yeah! Oh, look, sie geht rauf! Wer hat im Blut? Sicher ist es extrem positiv von der Lehrperson einerseits, die mitgemacht haben. Spricht sich auch um. Wir sagen auch vielen Kindern, dass sie Freude haben. Das ist für sie wie ein Ausflug auch natürlich. Es soll auch ein bisschen Freude bereiten, es soll ihnen auch Spass machen. Und es soll ihnen eigentlich auch ein bisschen zeigen, der Wald ist auch für sie ein Lebensraum, den sie nutzen können. Für die Zukunft der Lunge Zürich ist mir ganz wichtig, dass wir als starker Partner für unsere Patienten dastehen, die Lungenprobleme haben, sei das in der Beratung, in der Behandlung und auch in der Betreuung von ihren Angehörigen. Wichtig ist auch, dass wir rasch auf neuere Lungenerkrankungen reagieren können und auch dort ein breites und vielfältiges Angebot anbieten können. Die Beratungsstellen in Zürich, Winterthur und Uster sind zentral gelegen und gut erreichbar. Lunge Zürich. Das Kompetenzzentrum für gesunde Lungen und saubere Luft.